Hallo zusammen. Ich wollte ein paar Fragen mit euch klären. Und zwar, gefragt wurde, nehmt ihr wieder Spendenpakete an? Ja, tun wir. Ihr findet die Links in ja, de oder net. Könnt ihr beides nehmen, das ist eigentlich egal. Ihr könnt über Angels Babies gehen. Und genau, da könnt ihr euch dann durchklicken. Da sind dann die ganzen Infos. Also wir nehmen sie auf jeden Fall wieder an. Ihr könnt uns gerne Pakete zuschicken. Grundsätzlich, wenn ihr Pakete uns schickt mit Spenden, werden wir sie zeigen. Wenn ihr sie nicht gezeigt haben möchtet, schreibt unbedingt eine Info rein. Also legt das in euer Packel rein, dass ihr nicht möchtet, dass wir sie auf Instagram oder auf YouTube oder im Livestream, wie auch immer, zeigen. Einfach sowas wie privat und nicht zeigen. Ihr könnt auch sagen, zum Beispiel, ob ihr genannt werden möchtet oder nicht. Ne? Also bisher kamen leider nur Spendenpakete an, die nicht gezeigt werden wollten. Es tut mir leid, ich würde euch sehr, sehr gerne die Sachen zeigen. Ich denke mal, die Mädels, die Handarbeiten, schämen sich so ein bisschen. Ich vermute mal, dass es daran liegt, dass sie Angst haben, dass sie irgendwie was falsch machen. Schämt euch nicht, es ist alles okay. Ich werde euch auch nicht irgendwie öffentlich rügen und sagen, das habt ihr falsch oder dies habt ihr falsch gemacht, um Gottes Willen. Ich werde höchstens mal euch privat dann einfach anschreiben und sagen, hey, das war jetzt vielleicht nicht so vorteilhaft, macht das so und so. Aha, aber das ist auf jeden Fall kein Problem. Genau, also ihr könnt uns auf jeden Fall Sachen schicken. Versand nach Österreich sollte auf jeden Fall deutlich günstiger sein. Und wir haben die Versorgung auch so, also Versorgung, auch so umgestellt, dass wir Irland und England leider, also es tut uns leid, aber wir haben es halt aus dem Sortiment rausgenommen. Wir dachten auch, mit dem Umzug ist es jetzt sinnvoller, weil dort sind halt auch Organisationen da, die kümmern sich darum. Und wenn wir jetzt nicht vor Ort sind, ist es, glaube ich, auch einfach sinnvoller, wenn wir uns auf unseren eigenen Raum konzentrieren und in dem Sinne uns einfach auf den Dachraum, also Deutschland, Österreich und Schweiz konzentrieren. Ich glaube, das ist sinnvoller und ganz gut. Genau, dann hat noch KB gefragt, das wollte ich auch mit euch teilen. Kabi schreibt, ich habe noch mehrfarbige Wolle, also ist mir jetzt mit meinen Worten. Kann ich diese auch nehmen oder sollte sie lieber einfarbig sein? Also, ihr könnt gerne Unifarben nehmen oder ihr könnt auch gemischte Farben nehmen, ihr könnt auch Farbverläufe nehmen. Es sollte halt einfach nur stimmig sein. Ich zeige euch nochmal ein paar Beispiele. Das ist ein Farbverlauf. Das ist eigentlich ist das viel heller. Das zeigt es jetzt ganz dunkel da. Das ist Fluff Ocean übrigens. Das ist von Ocean zu Weiß praktisch. Eigentlich ist es heller. Solche Farbverläufe könnt ihr zum Beispiel auch gerne nehmen. Ne? Es ist halt stimmig. Ihr seht, das passt. Es könnten auch theoretisch Streifen sein. Das geht auch. Es muss halt einfach nur irgendwie stimmig sein und möglichst helle Farben sein. Dann habt ihr hier eine Farbe mit hellblau und so eine Art Camel, ne? Oder Karamell. Das in Kombination geht zum Beispiel auch. Das ist eine Unifarbe und das eben als Ergänzungsfarbe. Das geht auch. Das kann man auch machen. Also ihr könnt Farben mischen. Genau. Und dann habe ich euch ja letztens, das war ja die Anleitung, die ich euch gezeigt habe. Ihr seht, da ist eben hellgrau mit rosa kombiniert. Das ist auch machbar. Das kann man auch machen. Ihr müsst also praktisch ein Gefühl dafür entwickeln, ob die Farben eben zusammenpassen oder nicht. Möglichst keine dunklen Farben, also natürlich kein Schwarz, kein Dunkelgrau und solche Sachen, die sollte man natürlich nicht nehmen. Welche Wolle kann man verwenden? Verwenden könnt ihr für Kleidung und Deko alles. Alles, alles, alles. Es sollte nur möglichst nicht fusselig sein, also sowas nicht wie Alpaka oder Mohair, was wirklich schon direkt fast beim Angucken vor sich hin fusselt. Das sollte einfach nicht sein, weil überlegt mal, wenn ihr halt praktisch ein frisch geborenes Baby reinlegt, auch wenn es unglücklich geboren ist, aber ihr wisst, was ich meine, wenn ihr das da reinlegt und das ist dann alles voller Haare und fliegt noch rum und ich glaube, das ist einfach unangenehm dann für die Eltern, so vom Kind Abschied zu nehmen. Aber ihr seid da wirklich frei. Also ihr könnt sowohl Schurwolle als auch Viskose und Baumwolle und sonst wie auch immer. Bei Sachen wie Decken oder Abschiedskörbchen, da ist tatsächlich sinnvoll, nur auf reine Baumwolle zu gehen, also 100% Baumwolle, damit die tatsächlich hygienisch gereinigt werden können, damit sie die halt auch mal mit hohen Temperaturen heiß waschen können, ne, die Kliniken. Das wäre ganz sinnvoll. Wie groß sollen die Decken sein? Bei den Wickeldeckchen, das sind die Wickeldeckchen, ne, die werden ja als Quadrat erstellt. Ich zeige euch das mal kurz. Die müssten dann praktisch so groß sein, dass wenn ihr das faltet, dann die verschiedenen Babygrößen eben rauskommen. Jetzt hier, das ist die kleinste Größe, das wäre praktisch für ein Baby mit der Länge 10 cm. Und dann haben wir hier auf der Webseite,
Da habt ihr hier bei Helfer werden, habt ihr dann hier Größe S ist 10 bis 20, Größe M sind ca. 30 und Größe L sind ca. 40 cm. Aber das sind alles nur Richtwerte. Also ihr könnt auch Deckchenhandarbeiten, die dazwischen sind. Es kann auch 15, es kann auch 25, es kann auch 27 sein, es kann auch 33 sein. Das ist nur eine ungefähre Planung, sagen wir mal. Halleluja, ich habe viel Wolle noch rumliegen. Darf ich dir Fotos senden, ob die Farben okay sind oder ob einiges dunkel sind? Klar, das kannst du gerne machen. Kein Problem. Einfach schicken. Genau. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, einfach die Farben schicken, dann kann ich drüber gucken und ist das kein Problem. Das ist ja schnell gemacht. Samtkralle schreibt, ich denke, der Stoff sollte auf jeden Fall weich sein und angenehm auf der Haut. Das ist natürlich am besten. Das wäre das Ideelle, aber das will ich halt niemandem vorschreiben, weil manche Leute kaufen halt eben das, was sie gern kaufen möchten oder arbeiten gern nur mit Schurwolle oder arbeiten nur gern mit Plastik oder arbeiten nur mit Baumwolle. Von daher, das, was euch am liebsten Spaß macht, zumal die Handarbeit soll ja selbst auch Freude machen. Ne? Beim Handarbeiten, man darf auch nicht vergessen, es soll ja auch während des Arbeitens sehr viel Freude machen. Die Größen richten sich nach dem fertigen Stück. Also wenn ihr ein fertiges Teil habt, dann sollte dann hier, also wenn das Babyköpfchen hier aufhört, dann sollten das so maximal 10 cm sein, dann ist das eine Größe S ungefähr. So als Orientierungshilfe, aber wie gesagt, ihr könnt frei dazwischen werkeln und wir, also wenn ihr uns das schickt, dann teilen wir das selbst oder sortieren das selbst ein, dass ihr euch da keine Gedanken machen müsst, ne? Bei Decken, bei größeren Decken, die nicht zum, also nicht diese Wickeldeckchen sind, die das Kleidungsstück ersetzen, sondern bei Decken, die einfach so da sein sollen, damit man immer mal wieder das irgendwie nehmen kann, so zum Drunterlegen, zum Überreichen, zum Überdecken. Solche Decken kann man machen. Da geben wir euch keine Größenvorgabe vor, weil man einfach alle gebrauchen kann. Also macht einfach alle möglichen Deckengrößen, wo ihr meint. Sicherlich eine 2,2 Meter Decke braucht man in so einem Fall nicht. Also sowas wie 1x1 Meter, das ist, sage ich mal, so ein gängiges Maß. Es kann auch 50x50 Zentimeter sein. Das ist auch eine Decke, die man sehr gut gebrauchen kann. Ne? Es kann auch 75x75 sein. Es kann auch mal 40x40 sein. Solche Decken kann man auch gebrauchen. Also ne, ihr wisst ja, oder vielleicht, wenn ihr mal Mami wart und mal im Krankenhaus wart, dann wisst ihr, oder zu Hause das Baby bekommen hat, eine Decke kann man immer gebrauchen. Das ist so ein Allzweckding, geht für alles. Und noch eine letzte Frage habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe keine Anleitung für solche kleine Babys. Ja, das ist die Webseite, genau. Wenn ihr hier auf Anleitungen geht, dann habt ihr hier zum Beispiel die iCord-Anleitung. Dann, das ist noch die alte Playlist, da habe ich mal Anleitung für Schmetterlingskinder gemacht, da könnt ihr gerne mal durchgucken. Ein paar Infos zur Kleidergröße anpassen. Kärtchen, falls ihr selber die Kärtchen drucken wollt, die Wickeldeckchen. Genau, da geht es zur Anleitung. Das ist die Anleitung Kisses. Das ist eine allgemeine Anleitung, einfach für alle möglichen Babydecken. Und das ist die Basisanleitung. Daraus könnt ihr dann jede beliebige Größe machen. Ihr könnt das mit diesem Kapüzchen machen, was ihr seht. Ihr könnt das aber auch ohne machen. Und die Größe könnt ihr beliebig variieren. Ihr könnt das mit einem Knopf machen. Ihr könnt das mit einer Schnur machen. Ihr könnt das wirklich öffnen, schließen, wie ihr wollt. Ja. Das ist das Schlafsäckchen, das habe ich auch schon verfilmt. Dazu kommt eine schriftliche Anleitung bald. Ich habe auch vor kurzem euch hochgeladen, wie man ein Innenfutter einnäht. Das sieht richtig toll aus, finde ich. Das ist mit Innenfutter, sieht das wirklich sehr, sehr schön aus, finde ich sehr gut, sehr passend und gibt auch eine gute Dichtigkeit. Ist blickdicht, ist warm, ist kuschelig und genau. Also ich denke mal, ich werde in Zukunft die auch alle so machen, außer die ganz kleinen. Also wenn ich mal ganz, ganz kleine mache, dann mache ich, glaube ich, eher Wickeldeckchen. Aber sonst so mit diesem Innenfutter passt es, finde ich, perfekt, 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 perfekt. Ne? Also ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr heute da wart. Ihr seht, ich habe rote Bäckchen, ich bin aufgeregt. Falls ihr Fragen habt, hebt es euch fürs nächste Mal auf. Ich freue mich auf jeden Fall und ich gucke mal, dass ich das Tondingens hinkriege. Wenn nicht, klappt ja auch so. Okay? Danke, danke und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.